Wir sind heute hier vom Jugendarbeitskreis Berlin und wir veranstalten hier heute unsere Gedenkveranstaltung zum Anlass des Volkstrauertages an der Gedenkstätte Plötzensee. Und uns ist es ganz, ganz besonders wichtig, an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft zu erinnern, weil, wie wir dieses Jahr auch gesehen haben, Kriege immer noch ein Thema sind und wir uns auch ganz besonders als junge Leute für Frieden einsetzen, damit wir auch weiterhin in Frieden zusammen leben können. Wir als Jugendarbeitskreis beschäftigen uns auch viel mit den Kriegsgräbern und wir wollen alle zusammen daran arbeiten, dass keine neuen davon entstehen und dass wir in Zukunft mehr in Frieden leben können. Und wir freuen uns auch ganz stark darüber, dass das Wachbataillon der Bundeswehr uns hier heute so tatkräftig unterstützt hat und diese Veranstaltung auch für uns möglich gemacht hat. Seit unserem letzten Zusammenkommen an diesem Ort ist unglaublich viel passiert. Der Krieg ist mit allen seinen Schrecken nach Europa zurückgekehrt. Und die Nachrichten, die wir jeden Tag aus der Ukraine bekommen, beschäftigen uns gerade in dieser Runde, gerade im Zusammenhang mit der Arbeit des Volks- und Kriegsgräberfürsorge sehr. Gedicht von Lara Holthaus. Der Wecker klingelt, sie erwacht aus einem tiefen Schlaf und verflucht erneut, dass die Schule so früh beginnt. Sirenengeheul. Er erwacht aus einem Albtraum und bemerkt, dass sich dieser Albtraum sein Leben nennt. In der Schule, Mathe wie Äst. Sie verabscheut das Ganze, die Lehrer, die Schüler und kann es kaum erwarten, den Abschluss zu haben. Er kann nicht mehr zur Schule gehen. Zerbombt das Gebäude, der Lehrer verwundet. Er würde gern lernen, klug werden, es herausschaffen. Herausschaffen aus einem Leben, das kein Leben mehr ist. Sie kommt nach Hause, setzt sich an den gedeckten Tisch und meckert, weil Mama mal wieder Spaghetti gekocht hat. Er schaut nach seiner Schwester. Sie lebt. Er fragt sich, was sie heute essen sollen. Seit die Eltern gestorben sind, muss er sich diese Frage täglich stellen. Sie schaut fern, langweiliges Programm. Er hört die Sirenen, aufspringen, rennen. Sie schaut in den Spiegel und findet, sie ist zu dick geworden. Er rennt zum Bunker, um sich in Sicherheit zu bringen. Sie putzt die Zähne, geht schließlich ins Bett und schließt ihre Augen. Er rennt noch weiter, schafft es nicht. Auch er schließt die Augen, für immer. Wir gedenken heute auf derer, die bei uns mit Hass und Gewalt Opfer geworden sind.
we remember today also the victims of hatred and violence in our country. Aber unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern. Und unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter den Menschen zu Hause und in der ganzen Welt. Yet we live in hope of reconciliation between people and nations, and we recognize our responsibility for peace both at home and in the wider world. Für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., der Präsident Herr Wolfgang Schneiderhahn, zum Vorsitzenden des Landesverbandes Berlin, Herr Dr. Fritz Helmuth. Fraktionsvorsitzender Sebastian Schein. Für das Landeskommando der Wiener Bundeswehr. Brigadegeneral Jürgen Karl Dürfmann, Kommandeur des Landeskommandos Berlin.